买新家装潢屋子，各式的油漆涂料让室内变得光鲜亮丽，美观的背后藏着哪些秘密呢？许多人开始尝试用更自然的原料帮房子化妆，让自己也过得更健康。房子是我们每天生活的地方，但是它却消耗掉大半的能源，该怎么样让房子节能减碳又舒适呢？德国人从设计与生活着手，让房子可以有能量自在呼吸。如果今天你想要拥有一栋房子，你最重视的是什么呢？是窗外的风景，室内的装潢，还是房子的格局？在德国，大家第一个考虑到的是能源。Muss man gleich am Anfang schon für uns den größten Kosten-Nutzen-Effekt。建筑物是消耗能源的大户，为了节能，政府用法律、用奖励，家家户户用巧思、用科技，打造低耗能生活。假日的午后，婴儿采收自家院子里种植的大黄，准备做德国的传统蛋糕。每天他都会在厨房里帮家人准备美味的食物，这里是他的另外一个小天地。将食材送进烤箱，选取最佳的烘烤时间，多一分少一分都会影响口感。婴儿不止烤蛋糕如此的精确计算时间，使用家里的每一项电器都相当讲求效率。Der Spüler zum Beispiel, auch der wird nur zu bestimmten Zeiten gestartet, auch dann, wenn der Energiesparmodus in die Zeit da ist. Ist auch alles mit Energiesparen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 60 Grad Wäsche habe, läuft die normal 2 Stunden. Nur dafür für T-Shirt oder so.婴儿是上班族，他觉得智慧型的用电在处理家务上既省能又省时。Ich wollte also, ich wollte es nicht missen und ich bin da glücklich mit. Ne? Ich wollte das nicht missen. Alle Geräte sind ja so ausgelegt für mich und das ist super praktisch und ja, Effizienz.她的老公瑞尔夫在电力公司上班，一手规划家里的用电计划。在德国，用电高峰时段的电价每度约20元，但是在离峰时几乎只要一半的电价。瑞尔夫认为，在离峰时候用电不只省下了不少电费，还可以降低高峰时的供电压力。Sie kriegen 8 Stunden Ente. Wann sie denn kriegen? Das bleibt dem Netzbetreiber überlassen. Nicht, weil die heutigen Steuerungen.Sind so modern die Heizungen, dass sie darauf reagieren können. Wenn der NT kriegt, fängt er an zu laden. 他们夫妇俩在一开始建造自己家的时候就考虑到能源的问题，因为一栋房子从屋顶、外墙、窗户到通风，每一个环节都会影响到室内的舒适度与能源消耗。Unsere Fenster haben alle Doppelverglasung, um Energie zu sparen.Die Jalousien, das geht auch alles elektrisch. Wir stellen das abends ein, je nachdem, wann es dunkel wird, gehen die dann alle ringsrum automatisch runter. 双层玻璃搭配遮阳板，在夏天可以阻绝室外进来的热，在冬天可以减少室内的暖气消散。屋子里维持最适宜的温度，就等于降低空调的使用。另外再配上全热交换器，让空气可以循环对流。Hier haben wir ein Zulufventil, was die Frischluft ins Haus reindrückt. Und hier haben wir ein Abluftventil, und das Abluft, die schlechte Luft, die verbrauchte Luft dann aus dem Haus raussaugt. 客厅
的角落放置一个燃烧木材的暖炉，这样就可以大幅缩减暖气的用电量。在生活中省能，不完全是为了荷包着想，而是他们觉得能源是需要珍惜的资源。Ja, der ganze Gedanke überhaupt, dass zu viel verbraten wird an Strom in dem Sinne, nicht nur unserer Rechnung zuliebe, sondern auch so ein bisschen für die Umwelt, weil unsere Kinder wollen später auch noch irgendwas von der Welt haben, so wie sie jetzt ist. Und wenn keiner was tut, dann passiert gar nichts. 节能是德国民众普遍的生活意识。早在1976年，德国政府就开始施行节约能源法，隔年再增加建筑节能法。由于在所有的能源消耗中，建筑物就占掉了40%，因此他们订新建建筑物的耗能标准。30年来，法令一再修正，标准不断的加严，未来建筑物的耗能量将会降到只有之前的1/10。Also wenn man ein Haus neu baut, dann muss man sich an strenge Regeln halten, was die Wärmedämmung anbetrifft. Das heißt bei uns Energieeinsparverordnung.Das ist ein mittlerweile recht komplizierter Rechenvorgang, wo man nachweisen muss, dass das Haus luftdicht gebaut ist, dass es eine gute Wärmedämmung hat und dass man auch einen kleinen Prozentsatz an erneuerbaren Energien nutzt. 不止如此，德国的房子还必须要有能源护照，使用者要明确记载隔热、空调使用、CO2 排放等能源消耗的情况。Gibt also dann als zusätzliches Instrument noch den Energieausweis. Der ist halt eingeführt worden, damit der Nutzer weiß, wie viel Energie sein Gebäude wirklich verbraucht. Wenn man also jetzt ein Haus kauft oder eine neue Wohnung oder ein Haus mieten will, dann kann man von dem Vermieter verlangen, dass er einem den Energieausweis zeigt und gibt.光看外表很难判断房子的能源成本，有了能源护照就知道这栋房子到底健不健康。如果节能效果不佳，不论是租屋或卖屋，房价铁定很难看。我们德国人比较习惯看一个机器或者一个房子的那个生命成本，需要的能源、水这样的东西，其实是全房子的生命成本的80%。检测的成本占它的生命成本的20%。于是，许多民众宁愿在新建时多花点钱做好节能的设计，免得往后要支付庞大的能源费用。这间会计师及律师事务所在2009年增建了一栋办公室。在规划时，他们最重视的就是暖气的能源消耗。Mit der entsprechenden Wärmepufferanlage, das ganze Leitungssystem, das für die Fußbodenheizung, das von hier aus dem alten Gebäude jetzt in das neue Gebäude rübergeht. 为了减少对化石燃料的依赖，用地热取代了原本天然气的暖气设备。Hier kam dann die Planung auf eine Erdwärmeanlage hier für unser Projekt. Nochmal, weil das für uns jetzt eine ganz neue Technik war, eine Wirtschaftlichkeitsanalyse gemacht und für uns ausgerechnet, dass wir trotz der Mehrkosten, die wir für diese Anlage haben, dass wir irgendwo nach 14 bis 16 Jahren die Mehrkosten zumindest eingespielt haben.米歇埃尔·佛斯是税务顾问，每天帮别人精打细算。对于自家公司的投资，当然不会做赔本的生意。Die zwar nicht sofort sich auswirken, aber dann über langfristig nachhaltig dann Vorteile haben. 他们花费80,000多欧元，大约是300多万台币，在地底下挖了8个40米的深井。抽取热水，将热能保留下来运用，再将冷水打回地下。到了夏天，还可以反向操作，当作冷气使用。德国的一般家庭中，有10.7%的能源用在热水，12.7%用在家电设备，76.6%用在暖气空调。为了解决恼人的热能消耗，在人口比较密集的住宅区，则会以设置区域供热以及供电系统来因应。
this CHP plant produce both heat and electricity. Source coming from very, very close from here. So you don't have problem of transport because it's not kind of transport coming from very far away. 这座气电共生电厂的燃料大部分使用临近黑森林的木屑，少部分使用天然气。在福莱堡市的福班社区，有65%左右的家户用电依赖这座电厂的供应。社区里许多家户屋顶上都设置了太阳能板来发电，一方面用再生能源与区域供电满足能源需求，一方面打造低耗能建筑，降低能源的使用。光是房子开窗的大小方向就是一门大学问。 On the south you have huge windows so that you have a lot of sun, especially in winter. Of course you need sun in winter to be heatedby the sunlight, and on the other side, you just build very small windows so that you don't have heat loss. 在同一个社区里，每栋房子却有着各自不同的样貌，这是因为从建筑设计到街道规划，当地居民都参与其中。住户们还共同决定禁止车辆进入，让孩子们可以自在地在街道玩耍。居民可以漫步在树下。在社区里，大约有150户的住户已经达到低耗能的被动式建筑标准。The walls have to be very thick, so that and built by insulating material. The heat is produced by people themselves, just cooking, just taking a bath, taking a shower.Just using the computer, just using the different electro device, you just produce warmth. And this warmth just kept within the house. 所谓被动式建筑，就是透过极佳效果的隔热和通风系统，以及运用房子里现有的热能，把能源消耗降到每年每平方米只有15千瓦小时。这种建筑现在是德国房地产市场中的抢手货。更是所有欧盟国家的基本要求。Nämlich ab 2021 ist es so, dass alle neuen Häuser in Deutschland und in der Europäischen Union etwa einem diesem Passivhaus entsprechen müssen. Das heißt, es ist ein nearly zero carbon house. Das heißt, wird nur noch sehr sehr wenig Energie gebraucht, um dieses Haus komfortabel zu haben.这里是明斯特的建筑与能源展示中心，它是一栋被动式建筑，也是了解房屋节能的最佳地点。走进玻璃屋，就像进入一间解剖室，摆放着房子的每个器官构造，屋顶、外墙、内墙的切面，仿佛一层层的夹心饼干，里面就藏着节能的秘密。Ist Kokos genommen, um damit zum Beispiel eine besondere Dämmung zu machen, um den Trittschall unter dem Estrich zu dämpfen. Oder wir haben hier zum Beispiel Kork. Kork ist ein sehr gutes Dämmmaterial. 就连海藻、亚麻或是回收的旧衣报纸都可以拿来当做隔热的材料。看似不起眼的物质，却是抢救能源的大工程。Ja, hier zum Beispiel jetzt Dämmmaterialien aus nachwachsenden Dämmstoffen, also aus nachwachsenden Rohstoffen. Am häufigsten gebraucht wird inzwischen dieses Material. Es ist Zellulose und Zellulose ist zermahlenes Zeitungspapier. Also jetzt wird hier Wärme eingestrahlt und gucken mal, wie sich die Temperatur hier verändert.Mit der Zeit. 不同的隔热材质与厚度影响着温度的变化。以17公分标准的隔热材来说，要达到相同的隔热效果，水泥墙要高达892公分厚。
粘土麦秆墙则需要200公分，轻质混凝土砖只需要51公分。Also ein Dämmstoff ist dazu da, um den Wärmefluss zu bremsen. Das ist ganz egal, ob man das von die Wärme aus dem Haus heraus haben will oder die Wärme aus dem Inneren des Hauses nicht nach außen lassen kommen will.天气热，房子可以降温；天气冷，房子可以保暖。用什么建材盖房子？有没有加隔热层？左右能源的使用。房子多加一层隔热的夹心，成为德国人节能的必备法宝。就连古迹老屋都得下功夫。托马斯·滚特在都市计划局负责古迹保护的工作，他非常喜欢德国古朴优雅的建筑，于是就买下了这栋已经被列为古迹的木造横架屋。除了细细修复外观，他和太太更重视他的内在。Alte Konstruktion, das ist das Fachwerk, den alten Eichenständer, und das ist das die Gefachfüllung. Das ist das, was ich gemauert habe. Mit den Lehmsteinen, das sind die Grünlinge. Die schweren. Das ist die Wärmedämmebene. And this is the. Die Dämmfüllung. Dämmfüllung mit dem Leichtlehm und Stroh. Und das ist jetzt die Alternative mit Platten, Weichfaserplatten. Das ist sehr, sehr leichtes Material, aber von der Dämmeigenschaft, sehr gut.迈尔特里伯是一位版画家，现在老屋的墙壁成为他的创作天地。Man muss vorher den Stroh auftackern und dann immer weiter hochrollen und vorher immer füllen. Und es ist eine Mordschweinerei. Und dieses, ja, und dies hier wird dann noch geputzt mit dem Lehmputz. Das hier ist der feine Lehmputz, Oberputz. 他用粘土、麦秆等天然隔热材。一点一滴纯手工打造自己的家，换来的是冬暖夏凉的居住空间。Es ist im Winter relativ warm, also wenn es fertig gedämmt ist und alles gut aufgestellt ist, ist es im Winter nicht, wird es nicht so sehr kalt und im Sommer ist es schön kühl und es ist immer eine frische Luft. Und wenn man mal kocht oder irgendwelche Gerüche hat, sie sind am nächsten Tag weg, der Lehm absorbiert die schlechten Gerüche. Also der Lehm ist wunderbar.Und ich habe auch, ich selber habe ja mit dem Lehm gearbeitet. Ich habe die Lehmwände erstellt und ich habe richtig ein Gefühl für den Lehm bekommen. Also er ist mir richtig ans Herz gewachsen. 这些粘土像是横架屋的皮肤，可以隔热，可以除湿。滚特夫妇还进行了一项有趣的生活实验，他们就在老屋旁边盖起一间同样大小的新房子。这栋新房子运用各种现代的设备来节能，结果他们发现，以前的人们似乎更懂得如何让房子可以自然呼吸。Das Interessante ist ja, dass es hier Neubau, Niedrigenergiebauweise, und also hochgedämmt, eigentlich mit Mineralwolle als Dämmstoff, aber relativ leichte Konstruktion.Und wir haben ja hier eine Wärmepumpe, die Luft im Grunde genommen den feuchtwarmen Räumen entzogen und der Wärmepumpe zugefügt. Aber eigentlich ist es ein sehr modernes Gebäude, aber trotzdem im Sommer, wenn es jetzt 2-3 Wochen lang richtig heiß ist, ist es in einem neuen Haus wärmer, unerträglicher als im alten Haus. 从建材、通风、采光。哪怕是一扇窗或是一面墙，都会影响到生活中的能源使用。滚特夫妇重视屋子里的小细节，他们觉得房子是一辈子的朋友，需要用心呵护。除了省能省钱之外，还可以住得更舒适。
Das eine ist das sind die Kosten. Man muss eben, weil die Energiekosten immer stärker steigen. Das ist das eine. Und das zweite sind in Europa sehr hoch, die Energiekosten. Und das andere sind Komfortbedürfnisse. Also es ist beispielsweise so, wenn die Außenwand sehr kalt ist, dann ist auch das Behaglichkeitsgefühl in dem Raum, wenn Menschen sich in dem Raum aufhalten und die Außenwand ist sehr kalt, ist es sehr unangenehm. Und man möchte so ein Haus auch der Nachwelt noch erhalten. Also Kinder oder andere Leute, die dann später sollen. Darin wohnen möchten, die sollen den Komfort natürlich möglichst haben. 房子的好与坏，使用者感受最深。 而建造者则是赋予房子生命的关键人物。 林斯特技职教育学校现在正在进行屋瓦师傅的训练课程， 学员们敲敲打打， 他们要学习如何做出一个好屋顶。 ist die Fachpraxis, das heißt, das, was man manuell am Modell erstellt. Der Fach 2, der Teil 2, ist die Fachtheorie, das gesamte theoretische Grundwissen rundherum, die Bauphysik, die Statik, alles was, die Windsucksicherung, alles was in irgendeiner Form, die Wärmedämmung, die Bauphysik, der Wärmeschutz, die aktuellen Gesetzgebungen fließen darin ein, also alles das, was mehr oder weniger zur erfolgreichen Ausführung des 要盖一栋节能的房子，建筑师与设计者是灵魂人物，实际动手建造的专业师傅更是重要角色。从屋瓦修缮、油漆粉刷到水电建构，就像是拼图一样，缺一不可。除了要知道技术，更要了解现代的节能标准，更要懂得建筑全貌，才能够共同拼出一个完美的图像。 In allen Lehrgängen und auch in den Meisterschulen, egal welches Gewerke, die alle mit dem Bauen zu tun haben, wird immer mehr Wert darauf gelegt, dass man nicht nur sein eigenes Gewerk kennt, sondern das ganze Gebäude als ein System versteht. Das heißt also, die Gebäudehülle inklusive der Energieversorgung, das bildet ein System und das müssen die Leute auch verstehen. 德国人的节能概念与实践，从国家政策到学校教育，甚至一般公民的生活细节，处处可见。在德国，每人每年的平均耗电量只有我们的7成左右，全国的能源消耗更是逐年递减。 Irgendwann auch nochmal. Energie ist ja nicht endlich. Also Energie ist irgendwo, irgendwann ist alles mal umgewandelt zu Wärme und dann geht es nicht mehr. Also müssen wir auch mit unseren Energiehaushalten, müssen wir an und für sich sehr, sehr vorsichtig sein, damit unsere Kinder auch noch was davon haben. Weil wir haben unsere Erde nur von unseren Kindern geliehen. 亲手打造的家中和心爱的家人度过美好的时光，对他们来说，房子不只是一栋冷冰冰的建筑，它需要自然的能量展现它的生命。 节能也不是深奥严肃的大道理，而是一种生活的态度。